Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie das reiche, glückliche und abenteuerliche Leben eines Gewinners führen. Das Leben wird Sie reich belohnen. Mögen Sie die Kraft haben, nach den Gesetzen für Gewinner zu leben, und mögen Ihnen dadurch viele glückliche und fröhliche Momente zuteil werden. Mögen Sie Ihr Leben zu einem Meisterwerk machen, mögen Sie ein wahrer Gewinner sein. Entschuldigungen, um bloß nicht zu handeln. Sie wissen ja, der beste Moment zu handeln ist jetzt. Vieles wird sich finden und von alleine lösen, wenn wir nur beginnen und aktiv sind. Es gibt keine perfekte Vorgehensweise. Es gibt wahrscheinlich überhaupt keine Perfektion, die ein Mensch schaffen könnte. Darum gibt es auch keinen perfekten Zeitpunkt. Das ist der Grund, warum Sie von Gewinnern oft hören, tue es sofort, anstatt es richtig zu tun. Alles Große beginnt als Kleines. Alles baut sich auf die Fehler auf, die wir am Anfang gemacht haben. Fehler sind gut. Fehler sind das Fundament für spätere richtige Entscheidungen. Und Fehler sind das Fundament für persönliche Stärke. Darum sollte unser Motto sein, besser unvollkommen begonnen als perfekt gezögert. Denn wir sind niemals bereit für die ganz großen Aufgaben. Nur indem wir beginnen, lernen wir die notwendigen Dinge. Die beste Vorbereitung ist, es einfach zu tun. Fragen Sie sich, warum Sie etwas erreichen wollen. Fragen Sie sich, warum Sie unbedingt Erfolg haben wollen. Denn was einen Menschen vorantreibt, ist nicht das Wissen, wie er etwas tun muss, sondern das Wissen, warum er etwas tun muss. Wer genau weiß, warum er etwas tun will, wird das Wie immer finden. Schauen Sie sich jeden Tag Ihre Gründe an. Alles, was uns wertvoll ist auf dieser Welt, ist von Menschen erschaffen und erbaut worden, die handelten. Menschen, die es einfach getan haben. Gewinner wissen, dass nichts so entscheidend ist wie das Tun. Just do it. Tun Sie es einfach. Um meine Fähigkeit, etwas einfach zu tun, zu verbessern, mache ich mir heute wieder meine Gründe bewusst, warum ich mein Ziel erreichen muss. Einem Menschen, der jeden Tag und jeden Moment als eine Chance und als ein Geschenk versteht, dem wird auch nicht langweilig. Er weiß, dass Zeit relativ ist. Langeweile kann nur bei Menschen aufkommen, die nicht im Moment leben und die eine Situation nicht richtig wahrnehmen und so nicht an ihr teilhaben können. Und so macht es einem Gewinner sogar Freude, wenn die Zeit manchmal stehen zu bleiben scheint. Das gibt ihm die Gelegenheit, gewisse Momente wie in Zeitlupe noch bewusster und intensiver zu erleben. Selbst Pausen werden genossen als Chance zum Stille sein und zur Besinnung auf das Wesentliche. Wir brauchen solche Pausen, um uns mehr mit unseren Werten zu befassen, mit der Richtung, die wir einschlagen wollen. Wir müssen immer wieder innehalten, um nicht vom Strom des Dringlichen mitgerissen zu werden. Das Dringliche hat überhaupt die Neigung, so laut zu erscheinen, dass es wichtig wirkt. Aber in ruhigen Momenten können wir differenzieren und uns auf die Richtung besinnen, die wir für uns als die wichtige erkannt haben.